und ein weiterer Sprung zurück. Oh, es gehen schon alle? Ich bin doch gerade erst da. Scheint dir bei Partys häufiger zu passieren. Ach komm, gib dir deine kindischen Scherze für Leute ohne Selbstbewusstsein auf. So, hier sind wir also bei einer Party. Auch wieder auf der Klippe, oder wo? Guckt mir sieht zumindest ein bisschen danach aus. Wir müssen wahrscheinlich mit den Leuten reden, die tatsächlich Sprites haben. Die sind meistens wichtig. Warst du Isabel oder bist du Isabel? Falls ja, können wir es derzeit nicht bestätigen. Bist du Nikolas? Falls ja, können wir es derzeit nicht bestätigen. Nee, du bist Isabel. Nee. Momentan können wir hier noch gar nichts. Jetzt will ich das irgendwo hin. Wahrscheinlich genau die Gegenrichtung weiterhin zur Klippe. Scheinbar ja. Dann gehen wir mal zur Klippe. Das ist es doch hier. Da standen noch ein paar mehr Bäume, die die dann abgeholzt haben. Genau das Holz dann für die fürs Haus verwendet haben. Dann wäre es zumindest günstiger. Da sitzen die beiden. Der junge Johnny sieht ja recht cool aus. Wir können aber mit den beiden nicht sprechen. Zwei Memory Links werden benötigt. Wir müssen also noch irgendwo eins herbekommen. Übersehe ich hier wieder irgendwas, was die beiden hier haben? Oder ist das vielleicht unten bei der Partygemeinschaft irgendwo? Habe ich was übersehen? Irgendwas, was hier auf einem der Tische vielleicht liegt? Ah, das, ich sehe das Glas eingelegte Oliven mal wieder. Ich sehe Le Fromage, aber wo ist die Maus? Du redest ja immer viel Blödsinn, aber das ist bisher das Highlight des Abends. Willst du nicht eher sagen, dass ich nur Käse rede? Wow. War das eine Anspielung auf... Ah. War das nicht mit dem Mäusedieb, der Mäusefilm von Disney? Oh Gott. Eindeutig zu lange her, dass ich alle möglichen Disney-Filme gesehen habe. So, wir haben zwei Memory Links, dann dürften wir hier reinkommen. Yep. Fühlt es sich anders an? Ich meine, jetzt wo wir die Ringe tragen. Nein. Warum? Fühlst du dich anders? Also eigentlich... Ja, ich denke schon. Wie fühlt es sich an? Es ist einfach anders. Wahrscheinlich nur die Verantwortung. Verantwortung. Magst du den Namen Anya? Möchtest du sie Anya nennen? Ich verstehe. Ja, Anya ist ein schöner Name für sie. Hey, komm mal her. Das ist keine gute Idee. Ich werde stolpern und fallen. Ach, keine Sorge. Folge einfach meinen Schritten.
Autsch, mein Hintern. Ich glaube, du bist mir auf den Fuß getreten. Sorry. Komm, versuchen wir es nochmal. Versprichst du, sie zu lieben und zu ehren, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet. Und das tue ich. Und möchtest du diesen Mann, der nun vor dir steht, zu deinem Ehemann nehmen? Versprichst du, ihn zu lieben und zu ehren, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? Ja. In Kraft meines Amtes erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Meine Damen und Herren, vor Ihnen stehen Mr. und Mrs. Wilds. Oha, die Hochzeit. Ja, was dachtest du denn, was das war? Ich hab's nicht so mit Hochzeiten, das ist alles. Flüssigkeiten sammeln sich in meinen Augen. Ich wusste gar nicht, dass du so sentimental bist. Sagte ich Augen? Ich meinte eigentlich meinen Mund. Und da sammelt sich nicht nur Flüssiges, sondern auch Festes. Das ist ein reizender Gedanke. Vielen Dank, Neil. Komm, lass uns einen Weg hier rausfinden. All diese Glückseligkeit ist selbst für dich zu viel, hä? Huh? Nein, ich mag es einfach nicht, anderen dabei zuzuschauen, wie sie Fehler begehen. Wow, wrecked! Frau Doktor, wo bleibt denn ihr der Augenblick zählt von vorhin, ne? Tja, die Erinnerung an die Hochzeit von den beiden. Nanu, komm hier durch? Ja, wir kommen durch. Hier unten immer noch die Partytische aufgebaut. Jupp. Und da stehen die beiden auch wieder. Auf jeden Fall ist das Glas eingelegte Oliven weg. Wir müssen andere links suchen. Oh, ich sollte mal schauen, wie es deiner Tante geht. Achso, das war die Mutter. Ich sollte mal schauen, wie es deiner Tante geht. Alles klar, Mom. Sag ihr, dass ich mich freue, dass sie gekommen ist. Mache ich. Ich bin so stolz auf dich, Joey. Joey? Ach, so hieß mein Großvater. Er ist gestorben, bevor ich geboren wurde. Mom nennt mich manchmal so als Spitzname. Wie kommt es, dass du mir nie davon erzählt hast? Weil ich es besser finde, wenn du mich John nennst. Boah, nicht noch eine von diesen Großelternkindheiten. Wieso? Was hast du denn dagegen? Ich meine, über deinen Großvater erzählst du immer eine ganze Menge. Was? Stimmt doch gar nicht. Ganz wie du meinst. Notiz, Joey erhalten. Schauen wir uns natürlich auch nochmal an. Sammelt sich hier mittlerweile einiges an. Johnnys Spitzname nach seinem Großvater, Joey. Den beiden können wir nicht nochmal reden. Die Mutter ist gerade hier hingegangen, zur Tante, die kein Gesicht hat. Ich bin so stolz auf Joey. Hier haben wir nichts. Hier haben wir, glaube ich, ist es Isabel? Zumindest die wichtigen Personen, an die müssen sie sich ja mit Gesichtern erinnern können. Ist das dann da oben der Pfarrer gewesen? Und hier haben wir zwar Nikolas, aber da steht auch wieder das Glas eingelegte Oliven. Kommen wir da ran? Ne. Kann man mit dem Pfarrer reden? Hatte ich, glaube ich, vorhin schon versucht. Geht nicht. Was haben wir denn dann hier noch? Wo wir vielleicht hin können oder hin müssen? Übersehe ich irgendwas? Hier
suche ich zwar, aber hier passiert nichts. Oder müssen wir nochmal hochgehen? Wie gesagt, es ist Jahre her, dass ich das Spiel gespielt oder Let's Played gesehen habe. Ich gehe nochmal nach oben. Vielleicht ist dort dann der letzte Erinnerungslink jetzt neu aufgetaucht. Oder auch nicht. Vielleicht nochmal beim Versuch an den Leuchtturm zu gehen. Ne, auch nicht. Dann vielleicht die Straße runter. Wenn die Erinnerung so weit geht. Ich glaube, während ich versuche, mir nebenbei die Nase zu putzen, laufe ich immer gegen die ganzen Büsche gegen. Und da übersehe ich irgendwo, was steht hier irgendwas? Ein Rucksack oder so, aber da wäre ich doch bestimmt gegengelaufen. Gucken wir mal, ob es hier unten rechts weitergeht. Ja, da geht's weiter, okay. Gott, wie haben die denn hier eingeparkt? Ein toter Hase. Da kann man nichts mehr machen, River. Ich bin sicher, es war keine Absicht. Komm schon, wir kommen zu spät. Warte mal, ist das ein Hase? Was meinst du? Ist das hier der Ursprung der ganzen Papierhasen? Warum sollte sie sich an der Sache mit dem überfahrenen Tier dermaßen festbeißen? Vor allem erst so viele Jahre danach. Was fragst du mich? Du bist hier die einzige Frau. Davon werde ich erst überzeugt sein, wenn du dich traust, einen Banshee-Sprung ohne Seil zu machen. River, komm schon, wir sind spät dran. Ja. Notiz: Tote Hase erhalten. An Johnnys und Rivers Hochzeitstag wurde ein Hase überfahren. Ein toter Hase bringt uns also zurück. Jawohl. Gut, das ist auch einfach. Leider habe ich mich das eine Mal verklickt. Na gut. Achso, ja. Tja, du weißt, dass es eine fantastische Hochzeit war, wenn das Memento ein überfahrenes Tier ist. Hey, vielleicht sah sie das als eine Metapher für die schreckliche Ehe. Und dann, Jahre später, fing sie an, Hasen zu falten, weil sie sich daran erinnerte, wie sehr das hier zum Himmel stank. Oder, was weiß ich, irgendwas ähnlich wichtig-tourisches. Coole Story, Neil. Armes Ding. Was ist das eigentlich heute mit den ganzen überfahrenen Tieren? Schau mich nicht so an. Es riecht nach Bauernhof hier. Und nach überfahrenen Tieren. Lass uns den Geruchssimulator deaktivieren oder schleunigst von hier verschwinden. Gut, mit dem Hasen können wir nichts mehr machen. Ah ja, wir sind ja eh nur Geister. Dematerialisiert, trotzdem Angst überfahren zu werden. Wow! Lass es sein. Was genau soll ich sein lassen? Das weißt du. Ich soll es sein lassen, nicht auf diesem Pferd zu reiten. Wie alt bist du? 5? Okay, ich werde auf keinen Fall nicht auf diesem Pferd reiten. Ja! Hör auf, Zeit zu verschwenden, Neil. Oh, Mist! Das ist nicht gut. Ah! Nun tu doch was! Stell dich bitte in der Gegend rum! Hol mich hier runter! Verdammt, das stand nicht in meiner Stellenbeschreibung. Notiz: Dr. Neil Watts erhalten. Was für eine Notiz? Er ist ein Idiot? Nein, Dorftrottel.
Nein, ja, nun gut. Hier ist ein Bauernhof, der auch eine Erinnerung bereithält für genau diese beiden hier. Für Johnny und River. Das geht gerade automatisch. Ob das wirklich eine gute Idee ist? Sie kommt schon klar. Sie macht das nicht zum ersten Mal. Aber sie ist bisher noch nie alleine geritten. Ich kann das. Ich bin kein Kind. Oh, oh. River! Worauf wartest du? Komm schon. Hey, warte auf mich! Ich frage mich, ob Neil schon von dem Pferd heruntergekommen ist. Hilfe! Das hier liegt 20% über meiner Belastungsgrenze! Was für ein Volltrottel. Ach, zum Maiskolben damit. Leertaste drücken zum Galoppieren. Ich weiß, beim allerersten Mal, wo ich das hier gespielt habe, habe ich mich selten dämlich angestellt. Bei der Verfolgung von ihm hier. Um versuchen, ihn runterzubekommen. Oder ich weiß gar nicht mehr, was ich hier exakt machen musste. Ob ich alle Reiter erreichen musste, ob ich River und Johnny überreiten musste. Ich glaube, ich bin eine ganz schön lange Zeit beim allerersten Mal, wo ich das hier gespielt habe, wild umhergeritten. Wo sind die beiden eigentlich? Also River und Johnny. Müssten ja im Prinzip auch irgendwo hier rumreiten. Oh. Ich danke dir! Autsch. Gut, das ging schneller, als ich befürchtet hatte. Ah. Jop. Da haben wir... Nee, das waren, glaube ich, alle voll, oder? Ich glaube, damit haben wir alle voll. Reiten die beiden ineinander? Sehe ich das richtig? Und ich habe mich... Oh, ne. Oh, oh, oh. Ich habe das manchmal drauf, stecken zu bleiben irgendwo und dann nicht mehr aus irgendwo rauszukommen in RPGs. Nee, das ist nur der Schatten, okay. Ich sehe Johnny nirgendwo. Okay, dann... Ah, okay. Hier haben wir wieder ein Momento. Was ist das überhaupt? Eine Tasche? Eine Tasche, oder? Ihre Tasche? Ja. Vier, ja. Ach ja. Halt, Moment, noch nicht. Erst nochmal mit Neil reden. Hier, dieses Momento wird uns weiterhelfen. Aber ich setze mich nicht noch einmal auf dieses Pferd. Geh du und besorge uns die restlichen Memory-Links. Okay, haben wir ja schon gemacht, also können wir dann los. Erstmal habe ich hier was, wer weiß, was weiß ich, wie lange gebraucht. Ah, ja, hier. Die Diagnose steht fest? Ja, wir sind uns einig, was die Ergebnisse angeht. Leider, und dieses Schicksal teilen sie mit vielen Menschen, die von einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung betroffen sind, kommt die Diagnose spät. Hätten sie davon schon gewusst, als sie noch klein waren, hätte es ihnen vieles ersparen können. Haben Sie irgendwelche Bücher darüber? Dieses hier ist von Tony Atwood. Er ist eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Und für alle, die sich vielleicht immer noch wundern, was denn der Zustand oder die Entwicklungsstörung oder Krankheit, Symptomen oder die Andersartigkeit von River sein soll,
einfach tatsächlich mal googeln, Tony Atwood, und für was, ja, worauf er, was sein Spezialgebiet ist und worüber er Bücher geschrieben hat, und dann für diejenigen, die es noch nicht erraten haben, ich glaube, als ich es das erste Mal gespielt oder gesehen habe, hatte ich schon die Ahnung gehabt, was es ist, und mich hat es dann, nachdem ich das hier dann recherchiert habe, den Tony Atwood gibt es wirklich und das Buch und seine Forschung, dann hat es mich darin bestätigt, dass ich richtig lag. Deswegen, wenn ihr es also auch wissen wollt, ich werde es dann am Ende, soll ich es dann hier jetzt sagen? Naja, ich lasse euch mal suchen. Vielleicht werde ich es irgendwann demnächst nochmal erwähnen, in einer späteren Folge oder so. Ich weiß ja gar nicht, wie ich das hier schneiden werde. Ist alles immer noch eine Aufnahme hier. Oder die allererste. Auf jeden Fall, ja, das ist es dann, was Rivers Diagnose ist. Sie können es erstmal ausleihen, kostenlos. Brennen Sie uns nur nicht damit durch. Danke, Doc. Nun, sind Sie beide ein Paar? Unverheiratet und ohne sonstige rechtliche Bindung. Ja, ich verstehe. Nun, ich könnte Sie an einen spezialisierten Therapeuten überweisen, wenn Sie das möchten. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten in Ihrer Beziehung? Nein. Und wie sehen Sie das? Nein, alles in Ordnung. Wie auch immer. Sie sollten das Buch ebenfalls lesen. Es wird Ihnen helfen, den Zustand Ihrer Partnerin zu verstehen. Ich lieber nicht. Wieso nicht? Na gut, es ist Ihre Entscheidung. Für die vorläufige Behandlung gibt es die sogenannte Hypotherapie. Die könnte ihr helfen. Eine Ranch nördlich von hier bietet sie an. Ich könnte das in die Wege leiten. Ich hab's dir doch gesagt. Tja. Eva hat hiermit auch ihre Bestätigung erfahren. Notiz Tony Atwood. Steht's hier eigentlich schon? Der Autor einer Buchreihe über Rivers Störung. Ja. Hier sind die beiden zwar auch nochmal, aber... Entschuldigen Sie, könnten Sie bitte die Uhr leise stellen? Sie kann das Ticken nicht gut ertragen. Ist nicht so schlimm. Ich halte schon aus. Kein Problem, das mache ich gerne. Falls es noch etwas gibt, was Sie beunruhigt, sagen Sie mir einfach Bescheid. Deswegen waren die Uhren im Haus immer ausgestellt. Vielen Dank. Das erklärt dann wohl die Uhren im Haus. Notiz: Uhrenticken erhalten. Genau, die Uhren in Johnnys Haus ticken nicht. Weil es etwas ist, was River nicht leiden kann. Nicht mehr lange. Sie werden dich gleich aufrufen. Hier steht zwar der Beutel, die Tasche, die als Memento gedient hat. Okay, die Uhr ist das nächste Memento. Memento. Was fehlt hier noch? Ah, hier. Mal wieder das kleine Schnabeltier. Ein Plüschschnabeltier. Ich kann es nicht fassen, dass diese Scheußlichkeit schon so früh in den Erinnerungen auftaucht. Da hat jemand sein Plüschtier wohl sehr sorgsam behandelt. Und hatte, was Tiere angeht, einen ziemlich miserablen Geschmack. Schnabeltiere sind cool. Spätestens seit... Oh, es gab das eine Daedalic Adventure, wo es auch den einen gab, der über den Schnabeltierverkäufer... Oh, wie hieß... War das Deponia? War das einer der Deponia-Teile gewesen, wo es den Schnabeltierverkäufer gab? Ich glaube, ja. Der dann auch so wunderbare Gedichte über Schnabeltier gemacht hatte. Ich hier, du hier, Schnabeltier. Oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ein Memory-Link fehlt uns noch. Ah, hier ihre Tasche wahrscheinlich. Eine einfache gelbbraune Handtasche. Genau.
Dann also hier die Uhr. Memento vorbereiten. Das macht das. Und macht das. Ja, doch, alles klar. Und dann haben wir es auch mit 4. Und es ist 5 vor 3:15. Na gut.